freue mich auf das Spiel und ich freue mich, dass es für die Jungs endlich losgeht. Die Wiener Stadthalle wird hoffentlich zu einem Hexenkessel werden und wichtig für die Mannschaft wird sein, dass dieses bekannte Euro-Momentum auf unserer Seite schlägt, dass die Zuschauer quasi begeistert werden und dann, dass dann wirklich ein Heimvorteil entsteht und dass wir natürlich gewinnen. Man muss sagen, ich glaube, für jeden Spieler ist das ein Karriere-Highlight, eine Heim-Europameisterschaft zu erleben. Das hat man meistens nur einmal im Leben, ganz, ganz wenige, zweimal, wie Tommy Bauer und Robert Weber. Aber das ist ein Riesen-Highlight, die Spieler freuen sich, die Anspannung wird auch da sein. Aber wenn dann der Pfiff ertönt quasi und die Stimmung da ist, dann glaube ich, dass auch die Nervosität weg ist und dann man wirklich dass die EM auch genießen kann. Viele Spieler mittlerweile, die im Ausland aktiv sind, das heißt, die auch gewohnt sind, in großen Arenen zu spielen, die Leistungsträger in großen Clubs sind, aber auch quasi Spieler aus der Spuso-Liga, das heißt eine gute Mischung. Der Kader ist aus meiner Sicht schon breiter geworden, man kann viel wechseln, Pajovic wechselt auch relativ viel und von daher ist er schon eine Mannschaft, die gegen alle Gegner in der Vorrunde bestehen kann.